jeder kann jetzt sagen, hey, die hat das nicht gekauft und das nicht gekauft. Hey, ich mache es so, Punkt, aus, Ende. Jetzt ist geil. Ich möchte ein paar Swift-Runen hier, definitiv. Warte mal, was haben wir da? Da haben wir auch ordentlich viel, Will. Was sagt ihr? Was machen wir? Also wir machen auf jeden Fall Bio-Runen. Bio-Runen machen wir. Und ich glaube, ich mache Will-Runen. Ich mache keine Tempo-Runen, ich mache Will-Runen, oder? Was haltet ihr davon? Weil ich glaube, bei Will habe ich weniger Auswahl als bei Tempo. Also als bei Swift. Deswegen, ich glaube, mit Vio und Will sind wir an sich gut bedient. Da müssen wir nur aufpassen wegen den Roten hier. Wegen diesem Symbol der Transzendenz-Dings-Gedöns hier. Und gucken mal, was dabei ist. Ja, mega geil. Ja, fang gut an. Also, ich brauche natürlich mit Speed drin, ja. Mit Speed drin. Irgendwelche Runen, ist klar. Hat sich nicht verändert. Keine 5-Star. Also, keine blauen 5-Star an sich. Legendäre 5-Star hebe ich auf. Ja, aber keine blauen. Und, ja. Summoner's War Casher. Ey, free to play. Free to play. Ja, seit diesem Jahr. Verbreitet sich sonst, ja. Caro, die sagt, die ist free to play. Die hat nicht mal einen Latt am Zaun. Ich bin nicht komplett free to play. So, nein. Will ich auch nicht. Gib mir mal eine 6-Star. Hallo, eine 6-Star bitte. Eine 6-Star mit Speed hier. Come on. Come on. Da kann man sogar auch coole blaue nehmen. Ja? Bei Vio bin ich gar nicht so wählerisch. Aber nicht mit 4 Speed und Flat Attack. Nee. Nee. Ich bin geizig, Leute. Ich bin bei Run geizig, okay? Das muss ich dazu sagen, ja? Nur weil ich die vielleicht nicht behalte, heißt das nicht, dass ihr sie nicht behaltet, ja? Okay? Was? Pay-to-Winner bekommen keine Sixer-Rune. Ja, ja. Ja, ist eine Sixer-Rune. Aber das ist nicht die passende Sixer-Rune. Ja. Wie gesagt, ich bin wählerisch, ja. Das gebe ich auch zu. Oh, hier, guck mal. Hier haben wir eine. Mit HP und Speed. Zwar nur plus 4 Speed, aber ey. Die nehme ich. Sowas nehme ich, Leute. Sowas nehme ich. Das ist in Ordnung. Jetzt haben wir hier. Letzter Slot 2. Farmen lieber Szenario, da kommt Besseres. Die Sixer Drops in den 10er Etagen merkbar gestiegen. Das stimmt, ich habe viele Runs auch ja gemacht. Vor allem im Giants halt, ne? Aber das mache ich ja schon seit Monaten. Allerdings habe ich seit Monaten keine gute Rune bekommen. Aber hey, stört mich alles gar nicht mehr. Ich bin ja free to play. So, ich höre jetzt auf mit den free to plays. Ich nerv bestimmt einige. So, ich mache noch hier eine. Und dann gehen wir mal zu den Will-Runen. Oh. Aber die behalte ich trotzdem. Ein cooles Stats. Abgesehen vom Flat Stats HP haben wir Crit Damage dabei, wir haben Attack dabei und wir haben Crit Rate dabei. Oh, das ist eine legendäre. Das ist doch was. Auch wenn kein Speed drin ist. Aber das ist eine Rune, die kann man definitiv behalten. Ja, das hat... Jetzt geht bestimmt alles auf Flat Stats HP. 100 Pro. Da bin ich gespannt, was auch rauskommt. Wir werden hier natürlich nachher noch uppen, ne? Also... Fast höchstes letzte, ja. Wie gesagt, ist nicht schlecht, ja. Das kann ja definitiv da drin sein. Ist überhaupt nicht schlimm. Ja, mal gucken. Da bin ich. Oh, nee, ich will jetzt hier Will ruhen. Bin ich gespannt, was wir danach herausbekommen. Ich werde die alle auch abnehmen. Ne? Mit euch. Oh, Sixer? Defense? Was haltet ihr von der Rune? Enchanted bist du und machst du als Reviews? Phil, ich mache tatsächlich ab und an mal ACC-Reviews, aber allerdings kann man sich das im Store holen. Ausrufezeichen Store, da kannst du sehen, wie viel so kostet. Reap, ja, ich behalte die auch. Aber ich finde es immer erstaunlich, was da so dabei ist. Aber ich behalte sie definitiv, weil es ist eine Defense Slot 6. Was haben wir hier? Hat zu wenig Speed drin, ne? Dafür, dass es eine blaue ist, aber ey. Wir haben zwei Legendäre schon bekommen, Leute. Wir haben zwei Legendäre bekommen. Runen erwecken soll. Was? Nämlich wissen, ob ich erst den Windaffen, Hua, oder Chasun Runen erwecken soll. Also, von denen würde ich sagen, wenn du wirklich noch keine Hua erweckt hast, würde ich tatsächlich die Hua, danach den Chasun, danach den Monkey erwecken. So, das deine Frage ist. Ich wäre schon 5 von Mana broken. Nee. Davon, Mana habe ich an sich genug. Oh, was haben wir hier?
Die behalte ich auch mit Defense, ACC und Rest. HP, ja, ist schon mit dabei, aber okay, die behalte ich auch. Wir werden die mal aufwerten, auch bis 12. Wir haben ja kein Mana-Problem, ne? Gucken wir mal, was aus der Rune wird, würde ich sagen, ja? Mir soll lieber niemand meinen ACC angucken. So welche Leute brauche ich. Bei mir niemals den ACC angucken. So schlecht. Gar kein Sluma. Ehrlich gesagt werde ich eine Slot 6 ACC-Rune aus. Sie hat extrem viel Speed. Nicht mal irgendwo ausrüsten. Oh! Schade, aber auf jedes einmal draufgegangen. Ne? Also ist YOLO. Trotzdem behalten natürlich, ja. Aber HP, Flatstat, plus 671. 70. Oh man. Okay, gucken wir mal. Hier hatten wir sonst nichts, oder? Doch hier hatten wir noch eine. Da ist auch noch Speed dabei. Machen wir mal hier. Wo sind die Rolls hingegangen? Wo sind 4 Crit? Ernsthaft? 12 Speed? Why? Naja, haben aber noch eine. Ja, jetzt gucken wir mal hier wieder. Beobachten die Rolls. Wo gehen die Rolls denn, ja? Ich hoffe, der Speed wird weniger. Oh, das sind die Leute, die einem gönnen hier. 4! Ich hab's gesagt! 4! Ich hab's doch eindeutig gesagt! 4! Aber trotzdem behalte ich die. Oh Mann! So. Ja, gut. Oh Gott. Nee, danke. Sehr nett, aber. Nee. So, okay. Leute. Geht weiter. Wir wollen jetzt Not 5 verfeeden. Not 5 verfeeden. Läuft doch, oder? Also wir haben dann im Prinzip hier, ich möchte natürlich dann Runen holen, ist klar. Und gucken dann mal, was da so dabei ist. Ich möchte aber erstmal auf jeden Fall die Not 5, die ich, sag ich mal, da so auswähle, verfeeden. So, erstmal ins Lager. So, was wir hier so haben. Höchster Grad. Nee. So, okay. Also, auf jeden Fall nehmen wir Okeanos rüber. Dann nehmen wir Poseidon zweimal. Was sagt ihr? Poseidon zweimal. Auf jeden Fall erstmal den. Dann nehmen wir dich rüber. Dich nehmen wir rüber. Dich nehmen wir rüber. Haben wir schon mal die. Food. Weg damit. Ich hau nicht alle rein. Nee. Das mache ich nicht. Nee. Den könnte ich noch gebrauchen. Monkey. So, warte mal. Leica. Leica, glaube ich. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz abchecken. Aber ich glaube, Leica habe ich auch dreimal. Komm, hau mal rein. Wofür? Ich habe den einen noch nicht mal häufig genutzt. So, mal gucken, was wir jetzt hier haben. Einfach Segen Fusion. Nee, einen Segen habe ich noch aktuell. Und eins will ich auch überlassen, definitiv. So. Aber da findet man, denke ich mal, Optionen. Als ich auf meinem ACC habe. Ja, ich spiele halt schon eine Weile. So, okay. Erster Zyros geht auf jeden Fall drauf. Wir fertigen natürlich erstmal diese ganzen Kristalle. So, okay, weiter. Next. So, ich glaube 750. So. Aber die haben ja dieses Angelmon-Lager jetzt hinzugefügt. Dadurch hast du ja gleich noch mehr Platz. Du mir ein paar Not 5. Ja, würde ich machen tatsächlich. Ja, hier so Giveaway, Not 5 Giveaway an Zuschauer. Geht nur leider nicht.
So. Okay. Also 1500 haben wir jetzt. Gucken wir mal, was wir hier jetzt so dabei haben. An Magic Runen. Ich stimme das natürlich immer mit euch persönlich ab, ne? Wir brauchen natürlich das eine oder andere. Vampir? Nee. Ihr nicht, vor allem nicht mit ACC Crit Damage. Meh. Okay, aktualisieren. Weiter, ja. So, was haben wir hier? Hier ist eine Blade Quidditch. Auch nichts, nee. Auch nichts, nee. Auch nichts, nee. Aber am Ende finden wir nicht eine. Wir finden am Ende nicht eine. E-Mail nochmal. Kann dir nochmal jemand reinschreiben? Max, du vielleicht? Google Mail. Ja, genau. Danke, danke, danke. 20, das ist auch die richtige. Das ist richtig. Google. Nee, Googlea nicht. Google. Nee. Also da ist richtig. Hier vom Phil. Googlea ist definitiv nicht richtig. Hier, das ist die hier. Die vom Phil. Dankeschön. Und die, auch die, die Max reingepostet hat. Googlea. So, okay. Nee, danke. Ist nicht so. Ey, finden am Ende nicht eine. Aber egal. So, nee, nix. Hier haben wir HP. Nee, auch nix. Ah, das ist, nee, das ist nix. So, hier, was haben wir hier? Auch nix. Also Leute, falls ihr euch irgendwas aufzeigt, dann haut hier rein, ja? Bam, hier, da ist doch einer. Aber irgendwie, ich sehe nichts. Null Potenzial hier. Aber echt null Potenzial. Also wenn, dann muss das schon eine gute sein, ja? Also ich hole hier nicht auf eins, auf irgendwas. Hier, ACC! Zweimal ACC drinne. Nicht wahr. Zweimal ACC. Genau, Philipp, danke wegen der Abstimmung, wegen der Strapo-Abstimmung. Könnt ihr auch gerne draufklicken und mitmachen. Oh, krass verpasst, nee. Bisher echt nicht. Was haben wir hier? Auch nichts. Auch wenn da Crit-Damage so drin ist. Fehlt aber Attack beispielsweise. Ey, ich fühle mich hier veräppelt von den Runen. Oh. Schon wieder ACC? Ja, ist auch. Kauf einfach alle. Guter Witz. Guter Witz. Also, ich gebe hier wirklich nur aus gegen irgendwelche Runen, die zumindest ein bisschen Potenzial haben. Aber ich sehe hier gerade aktuell nichts mit Potenzial. Fokus. Please. Hier auch nichts. Was haben wir hier? Schon wieder Fokus. Ich will keinen Fokus ruhen. Was haben wir hier? Das ist auch nichts. Guck mal hier die rechte. Da ist Crit Rate drin, aber auch HP, Crit Damage, Speed. Was sagt denn ihr? Hab gerade erst den Stream eingeschaltet. Bewerbung wofür, kann mich jemand aufklären? Er ist Prinzip für ein YouTube-Video. Also ich möchte ein YouTube-Video machen, einen Spieler vorstellen, ein Review. Und dafür kann man sich bewerben, weil ich natürlich nur einen auswählen kann. Deswegen nicht traurig sein, wenn es nicht klappt. Das ist, ja, das Set ist Trash. Deswegen, ach nee. Ernst, dafür gebe ich doch nichts aus hier. Was haben wir hier? Will? Ist auch nix. Ey. Wo sind die OP-Runen? Dennoch kacke. Ah. Oh. Nee, ne. Was haben wir hier? Auch Trash. Also, ich muss euch echt sagen, die Sets hier, auch hier mit HP, Attack, Speed, Crit Rate. Aber es bringt einem nichts. Wir haben noch 10 Stück hier. Oh, hier, Despair. Da ist ja kein ACC drin. Was haltet ihr von der linken? Speed, HP, HP Flat Set, Crit Rate? Ist kein ACC drin, okay, weil das braucht man meistens oder viel manchmal hier. Also hat jetzt nichts mit dem Set zu tun, aber bei Narika beispielsweise brauchst du ja auch mal ACC und sowas. Aber okay, kann man mal drauf verzichten. Ich sag mal so, die ist jetzt nicht so crap wie der letzte Shit, was wir sonst so hatten, ja, hier im Stream. Nein, ist okay, Map kann man machen, nur 2, 4, 6 kaufen.
Ja, okay, aber ich persönlich würde nur 2 Jahre. Ihr habt ja recht. Recht. Komm, ihr habt recht. Es ist viel zu wertvoll. Viel zu wertvoll, so ein Tube. Ich sehe das schon. Ich kaufe keine einzige Rune. Ich hole mir wahrscheinlich nicht eine. Ist nicht deine. Kann das kein. Warum ist das keine Attack-Prozent hier? Die in der Mitte? Ach, gib mir doch mal Attack-Prozent. Das wäre übelst geil. Mit Speed, Defense, ja, okay. Crit Damage und Crit Rate dabei. Würde mir natürlich noch besser gefallen, wenn da jetzt HP mit dabei gewesen wäre, ja. Stattdessen halt der Attack-Prozent-Set. Ist doch mal. Rakan-Rune, ja. Aber Rakan. Rakan-Rune. Ich finde die auch nicht schlecht. Ich würde sagen, die könnte man nehmen. Ich glaube, die könnte man nehmen. Die hatte Potenzial. Sie hat Potenzial. Ihr habt recht. Für Beispiel Rakan. Ciao. Ja, kann man auch machen. Aber eher, hast recht, für einen Rakan. Ich nehme die einfach. Ich nehme die. Das ist von denen, das, was wir bis jetzt gehabt haben, echt das Abstand Beste. Ja? Schon Blessing geholt. Ich habe aktuell noch ein Blessing. Ich will auch auf jeden Fall was über haben. Ich habe auch immer noch Tubes. Ja, ich habe heute das erste Mal meine Tubes hier rein verfeedet. Deswegen. Ja, aber Rakan ist das nicht schlecht. Für Rakan, habt ihr recht, ist es nicht schlecht. Da kann auch ein bisschen Defense drin sein. Speed auf jeden Fall, Crit Damage, Crit Rate. Deswegen, da ist okay. Ist in Ordnung, auch vom Set her. Also Abstand ist das Beste, aber jetzt hier. Und ich bin da auch echt eurer Meinung. Slot 2, Slot 4, Slot 6 Runen sind die besseren Runen. Die Zornrune ist geil, ja. Habe ich auch schon gesehen. Raman? Ja, Raman. Ramadan. Sonst eher für einen Pony. Ja, zum Glück habe ich so viele Ponys, ne? Nicht. Ja, eine habe ich bisher geholt, ja. Ist jetzt. Seid doch mal geizig mit den Punkten. Das Ding ist, die in der Mitte gefällt mir allerdings auch, ja. Die in der Mitte, die Rune, die Zornrune könnte man sogar für ein mehreres nutzen. Rein theoretisch. Die in der Mitte könntest du rein theoretisch sogar für einen. Für, blödes klingt, aber rein theoretisch auch für einen Lucian nutzen. Ja, hast zwar jetzt hier kein Speed mit dabei. Aber ich finde die jetzt nicht so schlecht. Und Necro. Ich hab zwar gesagt. Ach komm, ich bin nicht so geizig. Komm, ich bin nicht so geizig. Ich bin nicht so geizig. Ist okay. Ist okay. So, hier wieder nur Crap. 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 Oh, Crit Damage? Aber Scheiß-Set. Scheiß-Set. Aber es ist Crit und Attack mit dabei. Aber es ist einfach ein Kack-Set. Brauche ich nicht. Machst du heute noch ein Opening? Ist nicht geplant. Ich habe ja extra im Titel stehen heute. Es hat sich auch keiner gemeldet, davon abgesehen. Ja. Was? Die Fatalrune? Also, die in der Mitte, muss ich euch echt sagen, ist abgewählt. Die in der Mitte nehme ich nicht, weil das Set, ja, Defense. Ja, mit von mir ist Crit Damage. Ganz im Ernst? Nee, nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Und die Rechte, die Fatal, muss ich auch sagen, lohnt sich nicht, da die 180 da auszugeben. Nee. Die Rechts ist gut. Ja, da habt ihr recht. Mit dem Crit Rate, mit dem Attack und mit dem Speed. Aber. Oh, verdammt. ihr macht mich wirre. Haut mal rein. Für nehmen. Recht, die rechte. Es geht um die Fatalrune ganz rechts. Also, ja. Ganz rechts, die Fatalrune. Auch wenn es eine Slot 1 Rune ist und ich eigentlich sage Slot 2, 4 und 6, ja. Ja oder nein. Einfach nur ja oder nein, ja. Das Mehrheit entscheidet. Ja, nee, nicht no. Ja, nein. Die meisten sagen nein. Nimmer. Eindeutige Geschichte. Ich lasse euch ja hier gerne teilhaben. Was haben wir hier? Slot 6. Attack Prozent.
auch nichts. Mit Defense, HP, Res, Crit Rate, auch nichts. Ich habe auch fast hier nur... Ist das bei euch auch so, dass ihr nur fast irgendwie Slot 1, 3, 5 Runen drauf habt? Kauf immer alle, ja, ja, genau, als ob. Wie schon gesagt, ich würde auch echt nur 2, 4, 6 nehmen, ja. Aber die rechte gefällt mir auch nicht, das ist auch nix. Es lohnt sich nicht, die Punkte dafür auszugeben. Ja, Flatstead, Slot 6. Flatstead, ja, ach, Logo. Was haben wir hier? Defense mit Speed, aber nur 4 Speed, aber ist mit HP mit dabei. Flatstead Attack auch mit dabei. Rest ist auch mit dabei. Crit Damage. Shield Set. Kaufe lieber Segen. Also wie gesagt, Segen ist das eine, aber ich habe, los jetzt ja. Aber ich habe noch genug. Ja, ich hab noch gar nicht alle Nat 5 Tubes verfeedet oder sowas, die ich verfeeden möchte. Ist noch gar nicht alles drin. Was haben wir hier? Es ist so 2 Attack Prozent mit HP, Speed und ACC. Nee. Nee, nee, nee. Letzte Mal. Auch Slot 3, Slot 5, Slot 5. Also ganz mal. Habe ich Pech gehabt? Habe ich Pech gehabt jetzt bei den 20 Mal? Alles Crap, oder? Ihr könnt mir mal gerne sagen, habe ich Pech gehabt jetzt bei den 20 Mal? Also, weiß ich nicht. Ich habe letztes Mal, letzten Monat auch refreshed. Nee, voll Luck? Wo war das voll Luck? Hä? Jetzt im Ernst, wo? An welcher Stelle? Du lebst wieder natürlich, Cube. Nein, ist meistens so. Nee, kein Pech. 0 von 40 bei mir. Es kann viel schlimmer sein. Hälfte auf jeden Fall. Crit, aber mehr als die Hälfte. Ach, schade. Wollen wir hier nochmal gucken? Komm, wir gucken hier nochmal. Ja, vielleicht finden wir hier nochmal irgendwie Speed oder sowas. Ja, Vio Speed oder sowas. Ja, was sich auch lohnt zu holen, ja. Denkt jetzt nicht, dass ich hier Flatstat irgendwas, keine Ahnung, Attack, Defense oder sowas hole. Ja, mal gucken, ob wir da irgendwas finden. Was haben wir hier? HP, Prozent, 5 bis 10. Nee. Nee. Wenn, wir sind nur auf Speed aus. Oh, hier. Die kaufe ich. Holen. Gleich erstmal einsacken. Weiter. ACC, Defense, Defense, Flatstat. Rache. Glaube er nicht. Dark Chicken! Dark Chicken, danke, danke, danke. Ich habe Hunger auf Chicken. Auf Chicken? Ich danke dir auf jeden Fall. Ich habe auch Hunger. Muss ich dir wirklich sagen. Ich danke dir für deinen Support hier mit Amazon Prime 4 Monate. Rache kann man nehmen. Hm. Nee. Also ich muss ehrlich sagen, man muss ja auch mal ein bisschen rumgeizen mit dem Punkt, ne? Man muss auch mal rumgeizen. 6 bis 9, Crit Rate. Nee, den Juwin möchte ich leider auch nicht haben. HP wieder, Res wieder. No. Weil wenn ich alles kaufe, ja, dann bin ich bald arm. Ja, man muss auch mal logisch denken, dann bin ich bald arm. Ja, und wenn, selbst wenn jetzt bei den 20 mal nicht, dann ist vielleicht nächsten Monat was dabei. So, no. Nö. Oh, hier, Vio. 9. Finde ich nicht schlecht, den nehme ich mal. Kann man mal nehmen. Kann man mal nehmen. Ich glaube, das ist keine schlechte Entscheidung. Jetzt haben wir hier Speed wieder mit drin. Nee. Nope. 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 Oh, hier. Ha, Vampir, da hätte ich auch vorne das Rache nehmen können, ne? Ach, komm. Ach, Mann, ey, warum geizt es so rum? Ich habe doch nicht mal alle Nat 5 vor. Ich habe noch nicht mal alle Nat 5 hier drin. Ah, ich geiz jetzt hier nicht mehr rum. Ganz im Ernst, ja? Jetzt wird alles gekauft, was hier mit Speed irgendwie, Schleifstein irgendwie zu tun hat. Außer Juwelen vielleicht nicht jedes, ne? Da, Crit Rate, ne. Ich will einfach nur sparen, ja?
nicht, dass was Besseres kommt und am Ende kann ich mir nichts mehr leisten. Ja? Okay? Nope, nope, nope. Alles nichts. Was haben wir hier? Attack hier mit Speed Energy. Wisst ihr, ich will das jetzt eigentlich auch holen. Oh, ich will nicht so rum. Wisst ihr, mein Problem gerade ist einfach, die sind alle irgendwie cool, ja? Und man will sich eigentlich alles kaufen davon. Ja, man will sich wirklich immer alles kaufen davon. Aber ich habe einfach Angst, dass irgendwann nächsten Monat beispielsweise übelst viele geile Runen oder so dabei sind und ich mir das dann nicht mehr leisten kann. Wisst ihr, was ich meine? Und jetzt, wo ich Free-to-Play bin, bekomme ich ja nicht mehr so viele Dupes. Sei lieber geizig. Ja, eben. Das kann jeder anders sehen. Jeder kann jetzt sagen, hey, die hat das nicht gekauft und das nicht gekauft. Hey, ich mache es so, Punkt, aus, Ende. Okay? Aber seid nicht böse oder keine Ahnung was. Geizig ist geil. Geiz ist geil. Ihr muss irgendwie, weiß ich nicht. So, weiter. Wir haben auch 5 Versuche hier. Ich muss ja irgendwie aussortieren. Kann ich alles kaufen? Ich wäre noch viel geiziger, siehst du? I love my aim. Welchen Shooter spielst du denn? 1999 hier. Danke, danke, danke für deinen Stufe 1 Sub hier. Erster Monat. Danke für deinen Support. So, was haben wir hier? Ach komm, Bio nehmen wir. Ja, nehmen wir auch nochmal. So. Geiz hier. So, weiter. Ah, nee. Nope. Auch nicht, nee. Danke. Letzte Mal hier und... Nee, auch nichts weiter. Ja, so viel zum Thema Geiz. Ich habe jetzt halt mal noch mal ein bisschen zugeschlagen, dass man überhaupt mal was hat, ja? Also seid nicht so mit mir hier. So, nächste Woche haben wir auf jeden Fall noch viel Segen. Haben wir auf jeden Fall noch in... Also können wir definitiv noch ausgeben. Weil nächste Woche Dienstag mache ich ja mein Opening, ja? Nächste Woche Dienstag mache ich mein Opening. Haben wir auch noch ein paar Stones und sowas. Wir haben noch TOL Reset. Ja, also da kommt noch ein bisschen was zusammen. Da machen wir ein kleines Opening, weiß ich nicht, vielleicht 50, 60, 70, 80 Rollen, keine Ahnung. So ungefähr, roundabout. Right.